Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check. Heute haben wir mal zur Abwechslung wieder ein kleines Case Review in Zusammenarbeit mit PCAMG und LC Power. Und zwar handelt es sich dabei um das Gaming 804B Obsession X Gaming Gehäuse, das ihr mit etwas Glück hier auf meinem Kanal gewinnen könnt. Später dazu mehr. Hierbei handelt es sich um ein ATX-Gehäuse, das von Haus aus schon 340 mm und 120 mm RGB-Lüfter mitbringt, inklusive der dazugehörigen Steuerung. Über den Knopf an der Gehäuseoberseite könnt ihr ganz bequem zwischen den einzelnen vorprogrammierten Farbmodi wählen und bei Bedarf auch ebenfalls eure Mainboard-RGB-Software nutzen, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Zusätzlich zu den bereits verbauten Lüftern könnt ihr an der Oberseite noch wahlweise 320 mm oder 140 mm Lüfter bzw. einen Wasserkühlungsradiator verbauen. Auf der unteren Blechabdeckung könnt ihr ebenfalls noch drei weitere 120 mm Lüfter und an der Seitenwand auch noch zwei weitere 120 mm Lüfter verbauen. Das sind ganze 12 Lüfter, die in diesem Case Platz finden. Inwieweit das sinnvoll ist, ist jedem selbst überlassen, aber durch diese Option und die Metall-Mesh-Front gibt es, was den Airflow angeht, definitiv schlechtere Cases. Das Netzteil findet wie bei den meisten Cases im unteren Netzteilschacht Platz und dort gibt es auch eine Filtermatte, die ihr ganz easy reinigen könnt. Daneben gibt es auch noch einen demontierbaren Einbaurahmen für zwei HDDs. Insgesamt finden drei 3,5 Zoll HDDs und eine 2,5 Zoll SSD Platz, beziehungsweise zwei 2,5 Zoll SSDs und zwei 3,5 Zoll HDDs. Dazu wird bei diesem Case auch noch eine Grafikkartenhalterung mitgeliefert, was in diesem Preissegment auch nicht ganz selbstverständlich ist. Auf dem oben angebrachten I/O-Panel gibt es übrigens noch einmal USB-C 3.2 Gen 1, zweimal USB-A 3.2 Gen 1 HD Audio und die eben schon angesprochene Farbwahltaste für die Beleuchtungsoption. Dazu auch noch einen abnehmbaren magnetischen Staubfilter und einen weiteren Filter an der Seitenwand. Ja, ich weiß, hier ist jetzt keine Hardware verbaut, aber ihr kennt mich, ich mache gerne den Airflow-Test mit meiner E-Zigarette und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das geht natürlich noch deutlich besser, wenn man oben noch mehrere Lüfter oder eben eine Wasserkühlung verbaut. Einen negativen Kritikpunkt habe ich dennoch. Ja, ich weiß, das Case kostet Stand jetzt nur 75 Euro, allerdings finde ich, dass die untere Blechabdeckung ein wenig mehr Materialstärke vertragen könnte, da der Boden bei Belastung wie zum Beispiel durch eine Grafikkarte nachgibt. Apropos Grafikkarte, wenn ihr euch ein Riser-Kabel besorgt, könnt ihr die in diesem Case sogar vertikal einbauen. Natürlich sollte man bedenken, dass gerade sehr dicke Grafikkarten dort eventuell nicht mehr genügend Abstand zur Glasscheibe haben und sich dort ein Hitzestau entwickeln könnte. Alles in allem bei dem Preispunkt aber ein sehr gutes Case und gerade durch die 4 RGB-Lüfter ist die Preislage sehr gut getroffen. Wenn ihr Bock habt, dieses Case zu gewinnen, müsst ihr nichts anderes tun, als ein Abo dazulassen und einen Kommentar zu verfassen. Wir losen das Case dann live auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/pc-youtube aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.